Sechster Versuch. Michi Heiberg. Mal gesehen, sogar der Severin, dem Freund, hat sich sogar die Schuhe geöffnet gehabt und nochmal ausgezogen. Und so, jetzt geht's weiter. Wo sind wir jetzt in welcher Luke? Starke 10, ha? Werden wir sein. Da waren wir noch nie heute, oder? Los geht's. Ja. Egal, er braucht 139 Meter fast, um die Führung zu übernehmen. Da geht's dahin. Ja, da hebt er stark auf ihn. Super! Ja. Und er macht einen Telemark-Andi! Ja. Aber unten, Schanzenrekord ganz mit unten Telemark. In der Kompression. 143 Meter, Schanzenrekord. Telemark in der Kompression. Was aber, hat der für Oberschenkel? Aber schau dir das an, wie er das macht. Da tut er jetzt die Arme aus, da tut er die Hände ein bisschen down, dosiert den Sprung. Genau, bremst. Und, zack. Macht aber winkelt die Beine nicht aus, macht die Arme aus, dadurch bremst er wie ein Bremsfallschirm. Setzt rein. Wie sagt man, wie wenn man eine Enten, wenn es aufs Wasser landet oder landet, das ist doch so den Michi nicht. Nein, mit einer Ente. Ein Flug. Der Nächste. Sieht man genau links unten da die Ampel. Die schaut der Athlet, dass man einigen darf und dann am Trainer. Ja, und bei ihm ist gleich die Sollweite deutlich kürzer als bei Gregor Schlierenzauer. Das heißt, er hat keine so guten Windverhältnisse wie der Tiroler vor ihm. So, noch so einer wie im ersten, das wär's jetzt. Marschiert ordentlich da vorne aus. Da fliegt er, fliegt er, fliegt er. Oh. Wird ja nicht ganz ausgehen, aber trotzdem. Ja, aber es war ein guter Bewerb von Michael Heiberg. Können wir ihm gratulieren? Absolut. 132 Meter. Die Noten 5x18,5. Ja, da ist er Zweiter, glaube ich. Damit, Moment. Ja, müsste jetzt die norwegische Doppelführung sprengen. Super Ergebnis heute. Dann hast du im schlechtesten Fall Fünfter. Fünfter und Schanzenrekord. Ja. Dabei einmal nur. Ich hoffe, er bleibt dem. Ja, und es wäre eine Fortsetzung seiner Steigerung nach den Rängen 9 und 7, Rang 5 im schlechtesten Fall. Absolut okay. Also, bravo super. Michael Heiberg. Es geht wieder bergauf. Vierter, Schlierenzauer, achter, Stefan Kraft, neunter. Und im Weltcup führt jetzt Severin Freund vor Peter Preutz und Stefan Kraft rutscht an die dritte Stelle zurück. Aber die drei bleiben eng beisammen. Andi, es war ein aufregendes Ende. Das war's.